Herzlich willkommen zum Lecciotal. Ihr seht, wo ich bin. Zu meiner linken Seite das Bietschoro, rechts die Lecciolica. Hallo, uns Kippel. Wir gehen zusammen dabei in Toas, wo der Stefan Brege mit seinem fahrenden Tonstudio den jungen Lecciolit spannende Sachen will zeigen. Los geht's! Stefan Brege, schön, dass wir hier in der zwei Toas können sein. Das Kippel, das fahrende Tonstudio, du bist der Erfinder von diesem grossartigen Projekt. Ganz kurz erklärt, was ist das? Das ist ein Projekt, das ich vor 2 Jahren lanciert habe. Ich gehe zu Schülern, wie man es jetzt hier sieht, bringe ich ganz viel Material mit. Und dann mache ich mit Schülerinnen und Schülern Projekte machen. Es geht immer darum, am Schluss von jedem Projekt hat man etwas in der Hand. Also ein Beat, wo man vielleicht eine elektronische Musikproduktion macht. Oder einen Song, der entsteht, ganze Klassensongs oder ganze Songprojekte. Und wie in diesem Fall hier machen wir eigentlich Königsdisziplin, wird die ein Hörspiel machen. Und das mit einem ganz speziellen Fokus auf den Herbst. Erzähl mal, was ist Evers konkrete Thema? Kurz vor Weihnachten habe ich die Anfrage bekommen, ob ich in die zweite OAS kommen, hier auf Kippel. Und sie haben etwas Spezielles vor, nämlich im September werden sie anlässlich der Walserwanderungen werden sie ganz viele Gäste eingeladen haben und dann würde die Schule sich gerne mit einem Produkt präsentieren. Und dann habe ich gesagt, gut, wird die 4 Hörspielgeschichten entwickeln, die einen inhaltlichen Hintergrund haben und Bezug nehmen zu diesen Walserwanderungen. Und das ist natürlich ja, ein lokalhistorisches Thema, sage ich mal. Macht spannend für die Schüler im Unterricht, das können, aufzugreifen. Und nachher haben sie selber die Geschichten geschrieben und jetzt über die vertonen und produzieren. Was fängt jetzt hier so am besten? Jawohl, das ist also. Ich finde es super, dass man hier selber Beats produzieren und selber etwas herstellen kann. Und man sieht auch immer ein super Produkt nachher am Schluss. Also es ist recht eine interessante Woche und am besten gefällt mir euch das mit dem Text aufnehmen, dass wir in ein Räumchen gehen und recht in den Text sagen können, also wie man recht im Tonstudio. Nora, erzähl mal, was ist das da für ein Klavier? Das ist ein Drumpad und da kann man auf dieser 16 Tasten so einen Beat produzieren. Und dann kann man diesen Beat zum Beispiel ins Hörspiel einfügen. Und ja, das ist halt so ein Spieler, der halt dann etwas ausmacht. Was nimmst du mit heim oder was nimmst du mit auf deinen Lebensweg? Hat das etwas gebrungen? Ja, man kann am Schluss eigentlich das Produkt sozusagen nachher Familien zeigen, was man da gemacht hat. Und auch am Walser-Treffen dann nachher kommt das viel Lied. Und ja, das war eigentlich noch ein cooles Experiment. Das wäre es in der Sek. Das Kippel mit dem Stefan Bregi und dem fahrenden Tonstudio. Junge Lecciolit, wie war es?